Sowohl bei den Erstimpfungen als auch bei den Zweitimpfungen steuern wir allmählich auf die 70% zu. Und auch die Boosterimpfungen sind mit über 8% schon gut mit dabei. Und trotzdem möchte ich Sie, liebe Augsburgerinnen und Augsburger, nochmals herzlich einladen, sich impfen zu lassen. Wenn Sie bisher noch keine Erst- oder Zweitimpfung hatten oder wenn Sie auch eine Boosterimpfung benötigen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Ihren Hausärztinnen und Hausärzten oder an Facharztpraxen. Fragen Sie die Betriebsärzte oder kommen Sie im Impfzentrum vorbei. Teilnehmer der nationalen Impfkampagne sind neben den Haus- und Facharztpraxen, den Betriebsärzten natürlich auch das Impfzentrum. Unter www.augsburg.de/impfen werden immer wieder neue Termine freigeschaltet. Und ich freue mich auch sehr, dass sowohl Hessing als auch das Vincentinum sich bereit erklärt hat, Boosterimpfungen zu übernehmen. Wir machen das vor allem deswegen nur mit Boosterimpfungen, weil wir natürlich nicht möchten, dass eventuell infizierte Personen in die Krankenhäuser kommen. Aber auch dort wird ab nächster Woche geimpft. Aktuell werden im Impfzentrum an den Augsburger Außenstandorten ca. 1700 Impfungen durchgeführt. Wir planen im Moment eine Aufstockung auf ungefähr 2500 Impfungen täglich und hoffen, dass wir diese im Dezember umsetzen können. Einfach immer wieder auf unser Online-Buchungsportal schauen, ob Sie einen zusätzlichen Termin noch ergattern können. Ansonsten an den Stadtteilimpfungen, wo keine Impftermine vergeben werden, sondern die spontan sind, einfach Zeit und Geduld mitnehmen und einfach auch daran denken, dass dort die Kapazitäten begrenzt sind. Und ganz wichtig, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf und versuchen dort Termine zu bekommen. Für den Augsburger Bürger ist der Aufwand natürlich gering. Für uns als Betreiber des Impfzentrums steht wesentlich mehr dahinter. Der Patient muss zunächst über den Parkplatz des Impfzentrums gelost werden. Es erfolgt eine Verwaltungsaufnahme, Datenschutzerklärungen und so weiter müssen unterschrieben werden. Dann wird der Patient durchs Impfzentrum gelotst, auch wieder mit Personal, bis er im Impfzimmer ist. Dort findet dann der eigentliche Impfprozess statt. Dann geht es eben weiter zur Nachbeobachtung und überall ist Personal im Einsatz, sodass Sie circa sagen können, dass wir für einen Impfling 4 Verwaltungsleute brauchen.